So, wir sind live, Ladies and Gentlemen. Herzlich willkommen zu dem wunderschönen neuen Stream heute. Hallo, heute auch mal familienfreundlich unterwegs. Wir sind immer familienfreundlich unterwegs. Ja, genau. Wir spielen heute For the King. Wird witzig, ist ein Roguelike-Game, das heißt, wir kriegen öfter ein an die Piepen. Oder auf die Mütze. Und dann kriegen wir immer wieder Bonis, die wir dann mitnehmen für den nächsten Run, wenn wir dann wieder das nächste Mal spielen. Wir machen ein neues Spiel. Ja. Online-Koop. Schwierigkeitsstufe. Fang für dich mit Lehrling an. Und hab den Namen angepasst. Akatari-Farben. Jetzt geht's los. Wir müssen nämlich jetzt die Welt vor dem Bösen retten. Wir kriegen auch immer so Quests und so. Man kann auch Nebenquests annehmen, damit man natürlich auch mehr Beute hat, zum Beispiel mehr Geld und so und alles, und das, um sich Ja. besser auszustatten und was weiß ich nicht alles. Hast du? Das ist unsere erste Quest. Wir müssen Hildebrand finden im Holzrauch. Natürlich Hildebrand. Ja, gut, Hildebrand. Heißt, wir greifen als erstes an. Ja, Hast du? kannst du gerne machen, Shiny. So groß ist das ja nicht. So, ich probiere mal. 66%, zwei Drittel haben wir geschafft. Boah, du Glückspilz, du. Na. So, wer fängt jetzt an? Ich darf anfangen. Okay, ich kann fliehen, abhauen. Hab ich Pech gehabt. Ja. Und nochmal gekillt. Oh, zweimal hintereinander. Nice. Und jetzt ist er kaputt, oder wie? Genau, und jetzt kriegen wir Items. Ja, vier Münzen, die nehme ich mal. Ja, theoretisch ist fliehen immer gut. Aber in dem Spiel nicht. In dem Spiel muss man eigentlich so theoretisch alles mitnehmen, was man kann. Weil man muss halt sehr gut sein, irgendwann. Es wird immer schwieriger. Hier, und wie ist das denn, wenn du fliehen würdest? Würdest nur du verschwinden und der Ort und ich wären noch da, oder wären alle weg? Das weiß ich nicht mehr. Okay. So, komm, fünf. Oh Mann, ey. Aber reicht. Hab noch Holz drauf. Und Quest abgeschlossen. Es tut immer gut, wenn sich neue Gesichter der Quest anschließen. Ich bin Hildebrand, Agent der Königin, der die Vorgänge im Reich der Weltenwald überwacht. Die Dinge hier stehen schlecht. Wirklich schlecht. So, alles deutet auf ein paar böse Leute hin, die sich in dem glitzernden Stollen hier eingeschlossen haben. Oh. Das sind die. Boah, Sven, nice. Direkt bei uns gespawnt. Das ist wild. So, jetzt bin ich dran, ne? Genau. Oh, ich dachte sogar fünf Leute. Okay, Fünf Leute das jetzt mal. Siehst du? Dann hast du quasi dein Schild. Kannst du dich quasi dafür bewegen wie sonst auch? Plus, du kannst noch das Ding machen. Ah, okay. Fokus Wir warten mal kurz abschneiden. Ich glaube, man kann theoretisch speichern und dann, wenn ich quasi dann von da aus neu starten würde, also nochmal laden würde, dann könntest du, glaube ich, dazu joinen. Probieren wir einfach gleich mal. Soll ich das probieren, oder? Ja, das ist unsere Quest, die müssen wir machen. Vollgas. Ah, okay. Oh, wir haben voll am Ablacken. Huh. Nice. Mach mal plus ein Leben ruhig. Siehst du, oben rechts hast du übrigens Leben. Jedes Mal, wenn ein Charakter hops geht, dann verlieren wir eins. Ah, Also, das okay. Spiel ist entweder zu Ende, ist halt dann zu Ende, wenn wir alle verloren haben. Ach so. Team Shikadari regelt. Ich guck mal kurz. Ah, ist nicht schlecht, ist nicht schlecht. Speichern und beenden machen wir mal. Wir probieren es mal schon. Ich will meinen Namen. Hallo? Auf den Namen klicken. Also, du kannst doch ja nichts mehr bleiben. Na, ist okay für mich. Nein! Anpassen! Meine macht ja nicht eins, finde ich weniger Sinn. Hey, warum kann ich meinen Namen nicht mehr ändern? Du musst einmal Escape drücken. Du hast schon bestätigt, wahrscheinlich. Nee, ich möchte das aktuelle Spiel nicht verlassen. Ich konnte dann meinen Namen nicht ändern. So. Spiel? Kann ihn nicht ändern. Na, das ist ja doof. Wir wissen ja, Das ist eine wer ist. Frechheit. Ich habe auch keine Schade. Keine? Shining hat mich. Du brauchst ja Walkie-Talkie nicht. Drecksleid. No. Schreibst du dann Shining? Kannst du mich hören? Shining! Over! Shining, over! Nee. So, und dann noch den Jetzt anderen. schon herumgeschafft, ja! Du hast uralter Steinbruch gefunden, die Heimat von Deimos. Zahlung bis habe ich Besiege erhalten. die Geister im Inneren, bevor sie auf.
der Zeitleiste erwacht oder sei bereit, unter ihrer Einwirkung zu leiden. Okay. So, Hinterhalt, 53% Erfolg. 50-50, ja oder nein? Ich will es probieren, ja. Ja, okay. Es gibt noch mehr von euch, ihr solltet stattdessen wirklich drüber nachdenken, euch uns anzuschließen. Ihr könnt doch den anschließen? Nein. Oh, come on! Das sehe ich lieber Pokémon, wenn die sagen, schließt sich uns an, aber man kann es nicht. Ich hätte es jetzt lustig gefunden, wenn einer von uns einfach hätte sagen können, ich verrate euch jetzt mal. Schwitzerende. So, jetzt muss wahrscheinlich nur einen Schaden machen. Wie macht man denn dieses Heilkraut? Das brauchst du gerade nicht. Du bist full life. Ich wollte Yannick heilen. Kannst du nicht, du kannst nur dich selber damit heilen. Man kann es danach tauschen, theoretisch. Also, so. Wir haben jetzt Chaos. Okay. Chaos minus 1. Eine Errungenschaft. Vielleicht ist es doch etwas Besonderes an dir. Kein Problem. Jetzt haben wir die Mine freigeschaltet. Ah, okay. Oh, und du, falls du etwas Zeit hast, ich habe während meiner letzten Geschäftsreise vergessen. Sammle es bitte ein und bring es mir zurück. Okay. Na gut, ich kann keine Schritte mehr machen. Have fun. Ich hab 3 Felder. Ich will dahin. Ja, er macht die Mine. Ja, scheint ihn schon mal. Soll ich? Ja, mach schon. Ein da! Oh nein. Das ist jetzt ein Dungeon quasi. Lobby. Das ist jetzt ein Dungeon. Lobby. Endlich mal auf Shining! Aua. Shining wurde beraubt. Warum? Das klingt. Ja, ich würde erst mal sagen, den Link. Hat jemand einen Löffel? Ich will das Ding da essen. Okay, der Linke hat hier magischen Schaden widerstanden, ne? Ja, genau. Gut. Der wird Shining keinen Schaden machen. So, ich bin dran. Oh, nicht schlecht. Ja, gut. Einer weniger. Mhm. Also, der rechts ist am gefährlichsten, aber mach euch mal die Ratte weg. Ich hab's nicht, wie die sind mit den Angreifen, ne? Ja, er ist mit Shinings Geld und dem Heilungsgegenstand abgehauen. Bin ich traurig. Oh Mann. So, jetzt kommt der Block. Ich werd bestohlen und dann haut er auch noch ab. Ja. Okay, es ist ein Brunnen. Ein heilender Brunnen. Okay, 27% Chance auf vollständige Wiederherstellung. Da sehe ich mich. Ich glaube an. Haben wir alle einen Versuch? Ich denke, bestimmt. Ich hätte vielen Dank für diese Ehre. Janik. Ich hätte es am ehesten gebraucht. Das stimmt gar nicht. Das ist genauso viel wie ich. Okay, das ist der letzte. Hiernach kommt man die zwei umdreht. Hiernach kommt der Bossgegner. 19% auf plus 5 Schaden. Okay, jetzt kommt der Boss. Jetzt kommt der Boss, Leute. Okay. Hat der Kameraden? Ja, hat er. Oha! Der Chaos, die Chaospriesterin. Niemand wird je erfahren, was hier unten mit euch passiert ist. Nur, dass ihr bei eurem armseligen Quest versagt habt. Ich habe eine Frage. Ihr Outfit, darf ich das anziehen? Kann man als Belohnung bekommen, die Maske? Von allem. Es will mich weghaben. Shining kriegst du nicht. Was soll hinzu? Erst den Boss weghauen oder alle? Erst den Rest. Okay. Erst die Lemminge. Gut. Jawohl! Ich hab dir doch bisher noch nichts getan. Okay, Vertrauen auf Shining. Kein Druck. Aber wenn du jetzt nicht beide machst, dann bist du RIP. Jawohl! Mega. Und jetzt ist Sven nochmal dran, macht wieder 20 Schaden auf jeden Fall. Kennt man ja. Bossraum gar kein Problem, Leute. Ihr seht es nicht, aber ich dance gerade. Nice. Oh oh. Nein! Oh, ich bin ausgewichen. Warum schreie ich nein? Ich bin ausgewichen, mich hat es nicht getroffen. Ich bin auch ausweichen. Ja, jetzt habt ihr die auf die Idee gebracht, auch mal auszuweichen. Toll, ey.
Ich treff mal! Oh oh! Janik! Gut, dass ich jetzt. Und du bist im Fokus? Ja, ich hatte eh keinen mehr. Ich hab noch ein bisschen. Oh! So, Janik, du bist dran. Rette den Tag! Vielen Dank, Sven, vielen Dank für diese Ehre. Bitteschön. Jawohl! Jetzt, was wäre gewesen, wenn sie jetzt ausgewichen wäre? Dann hättest du den Finale. Levelaufstieg, es gibt Level? Ja, Level 2 sind wir jetzt alle. Das ist der blaue Balken unten. Achso, das ist eine EP-Balken? Ich dachte, das wäre irgend so ein. Kein Mana, nee, kein Mana. Ich dachte Mana. Teleportschriftrolle. Gummistiefel! Ich brauch die nicht. 75% Chance oder 5, oder jeder von uns kriegt 5 Schaden. Aua. Wie sind sie denn? Jawohl! Wir haben den Tag gerettet, Leute. Juhu. Zumindest Level 1 Tag. Ja! Noch eine Rundschaft. Das Chaos ist verschwunden. Wir haben eine Chance. Ja! Da ist der Turm, der Bösewicht. Was zum Teufel, was auch immer du da unten gemacht hast, hat eine riesige Illusion über dem Meer ausgelöst. Dieser Turm kann nur Harazul sein, der Eingang zum Heiligtum des Chaos. Ich dachte, das wäre nur eine Legende. Boah. Das sieht weiblich aus. Formendit, aber du weißt nicht, wie du ihn erreichen kannst oder welche Bedeutung er hat. Und den muss Sven sprechen lassen. Schurke, ergib dich und setz dich dein Wahnsinn ein Ende, ehe du meinen Zorn entfasst. Diese Stimme. Ich nutze eine andere. Ich bin dran. Geh nach Paris im Reich die goldenen Ebenen. So schnell du kannst. Hallo, mein Kollege dort kann dir über alles über den nächsten Schritt erzählen. Ja. Ich kann die Schriftrolle gerade aus. Ja, da musst du halt zu uns laufen. Ja, oder ich, weil ich gerade in diesem Turm bin. Gerade eben konnte ich das auch einmal nicht. Seid ihr sicher, dass ihr das zu zweit machen wollt? Oha. Wenn die, wenn hinterher klappt, dann hätte man nur die Oma gemacht. Oh Mann, ey. 93%. Okay. Ich glaub an euch. Wir haben ja von Jojo gelernt. Hast du den Schwenk gerade in den Stich gelassen? Was? Janik, siehst du das gerade bei mir? Nein. Fliehen ist jetzt, weil ich jetzt träge bin, auf 40% nur noch. Warte mal, du musst. Du lehnst höflich diese Einladung zum Kampf ab. Ich hoffe, es geht gut. Wenn nicht, kriegst du jetzt. Oh oh. Es war schön, dich gekannt zu haben, Sven. War schön, dich gekannt zu haben! Janik, du bist so ein Arsch, ne? Ein ja. Versuch hast du noch. War schön, ist nicht diese Kampfeinladung abgelehnt. Du hättest den rumnutzen können, dann hättet ihr den Kampf gewonnen. Ja, ich hab mich verdrückt. Mhm. Ja, wird krass. Kampf? Ja. Ihr werdet sterben. Der Geist sonst. Glaub an uns. So entschlossen. Ihr könnt eure Niederlage kaum begreifen. Ich kann es kaum erwarten, von eurem Verstand zu kosten. Nee, tut mir leid, da wirst du nicht viel zu schmecken haben. Also bei mir zumindest. Hey, du hast das große Gehirn. Du bist der Schlaue von uns. Ja, das stimmt, du bist der Magier. Du bist der Schlaue von uns. Sven und ich sind die Idioten. Wir hauen nur drauf. Ja, gut. Also eigentlich ist das einzige Logische für Sven und mich ist eigentlich der Geistlord. Ja. Mein Helm. Guck mal, wir haben keinerlei Verlust. Jawohl. Oh, ein Questgegenstand, nice. Und wir hätten, ja, wir hätten das so oder so. Oh, teilen. Und nochmal für freischalten. Wo braucht man die? Das war, wir können die verkaufen. Oder? Ich hab nur Immunität gegen Schock, also. Die Quest macht oben rechts. Ja?
Ich weiß nicht, was der Zauberer da oben macht. Normalerweise kommt immer nur Chaos, das ist etwas Neues. Ich hab da gar keinen Bock drauf, aber das wird wild. Wo müssten wir denn hin? Ach, da ist der Zauberer! Hä? Wo? Ja, da, im Vulkan. Ja, dann rein! Und, also, da der Zauberer und zwei und noch zwei Fragezeichen-Gegner. Ja, komm, das schaffen wir. Wilde Nummer, aber hey! Oh, zwei Hulks. Kohleherz. Sven ist dran, komm. Man kann eine Feuerbrunst wie diese nicht mit solch einfachen Waffen löschen. Brennt! Wild. Boah, boah, Tigger. Hexenmeister wurde versiegelt! Juhu! Aua. So, warte, kurieren. 95% müsste funktionieren. Yannick 1. Ja, Feuer. Nice, Ehre Sven. Kann Sven jetzt mal eine draufkriegen? Easy Snack. Komm Sven, so. Jetzt aber. Der lang... knapp. Eieieie. Das Pferd springt nicht, hört sie springen muss. Mhm. Nice. Achso, ich dachte, jetzt wurde wieder eine Schwänze, weil ich halt... Vulkanhut. Magischer Schaden, das kann ich gebrauchen. Ja, plus 100, und ausrüsten. 100% Schaden gegen Eis. Oh. Und oh. Brennimmunität. Der Schaden allein deswegen also, kann ich der Hut des Zauberers. Ausrüsten. Ja, du sagst ja. Ja. Komm. Ja, wir sind doch jetzt im Keller. Allein betreten. Let's go! Ah ja. Gut, dass das passt. Muss ich jetzt auf allein betreten gehen, oder? Ja. Okay. Yannick hat gerade eben überspringen gemacht. Allein betreten, das sagt doch alles. Du schaffst das, Sven. Du hast am meisten Leben von uns, komm. 39, mhm. Max Leben. Oh, zerstört mit der Zeit ausgerüstete Gegenstände. Das müsste ich wiederherstellen. Oha. Sven hat Second, hat ja, Second Chance. Komm, Sven. In der Ju! Oh, jetzt in den Keller, oder nicht? Aber nur, auch nur allein betreten steht da. Wahrscheinlich, ne? Ja. Nochmal Shining gehen. Au. Nö, du haust mir meine Ausrüstung nicht weg. Nein. Nice. Ich weiß gar nicht, was du hattest, der war easy. Mhm. Eins. Das habe ich mir alles verdient. Ich kann echt jemand anders haben. Das gebe ich dir. Schlüsselfragment, ja. Immer muss ich alles machen. Was haben wir denn. Achso, nicht der richtige, oder? Jetzt haben wir das Labyrinth vorgestellt. Der Weg nach das Königslabyrinth ist frei. Bereite dich auf einen äußerst grausamen Kampf vor. So, wer will plus 3 Stärke haben? Wer für Sven, wenn überhaupt? Ich guck mal eben, was ich jetzt so hab. Nee, könnte noch zum Jahrmark, wenn er wollte. Ja, Sven braucht ein bisschen länger. Warum nimmt er den Weg denn? Doofe Nuss. Hm. Ja, was kriegt der? Was drück ich denn? Spielen oder spielen? Oh, ich nehme das zweite. Ich nehme das und dann brauche ich die 4% und krieg Max Chaos. Ah, und ja. Dann ist er Ende der Welt. Und was war's? Ciao, Geld. Ich höre nie wieder auf Shining. Und zu mir nicht sagen, kein Glücksspiel. Ich habe nur gesagt, du kannst immer Jahrmarkt. Ich habe nicht gesagt, geh zum Jahrmarkt. Doch, habe ich genau rausgehört. Ich habe den Unterton gehört. Oh Mann, ey. Nächstes Mal kriegt jeder Ticket. Wieder gucken, kuscheln. Und fürs nächste Mal können wir dann direkt anfangen. So nice. Goodie. Hm. Päuschen. Schön. War aber cool. War richtig cool, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja, so und auch so unerfolgreich bisher war es ja auch noch nicht. Also war eigentlich ganz erfolgreich heute.
können wir gerne weitermachen. Wie ist denn bei dir? Hast du nochmal Lust, das Spiel zu wechseln, oder? Mir ist das egal. Was jetzt das Spiel? Ja, ich hätte Lust gesagt, mach mal Lust for the King mal weitermachen. Ja. Das ist wie lange, wie lange wirst du denn überhaupt hier streamen? For the King geht eh nur noch eine halbe Stunde. Echt? Okay, hier sind wir. Gut, ich bin nicht dran. Mach mal eins. Ja, komm, lass versuchen. Okay. Was so schwierig ist, ja? Ja. Guck mal oben. Oha. Wir sind jetzt in der ersten Ebene. Jetzt kommen erstmal 5 Kämpfe hintereinander. Dann 2-mal Fragezeichen. Dann noch ein Kampf. Dann der Bosskampf. Und dann kriegen wir eine Truhe. Ja. So, das muss ich machen. Wahrnehmung. Ja. Das war's schon mit dem Raum, oder? Ja, jetzt kommen 5 Kämpfe. Okay. Na, jetzt kommt noch ein bisschen mit unserem Magier. Mach doch mal mit. Hast die Ehre. Nice. Oh. Da waren es nur noch 4 Kämpfe. Schön. Münzen. Teilen. Gruppenwiderstand. Ja, das ist egal, wer das dann nimmt. Mhm. Oh, Gottesbad. Nice. Komm schon. Ja, Schaden kriegt er hin. Ja, dann ist wieder krass, weißt du? Wenn es nicht mehr nötig ist. So, immer am Ende. 2 von 5 haben wir schon. Also, ja, entweder zurück. Also, down kriegt er ihn sowieso nicht. Also, versuchen zurückzusetzen, um einmal Schaden zu vermeiden. Ja. Ja, okay. Oh Gott. Aber wegen dem Gift. Ja, wegen dem Gift. Okay, wieder ein Leben von mir. Mein Leben ist eh nicht so. Boah. War jetzt meine stärkste Attacke. So, 7 Schaden. Das muss Shiny schaffen. Oh Gott. Okay, aber mit 8. Okay, komm. 77% Chance. Nice. Schön. Nice. Ich hab sogar 2-mal. Okay, ich muss sogar 2-mal. Mit dem Movement. Und jetzt einfach auf. Okay. Würde bei Crit reichen. Okay. Schaffst du aber. Jawohl! Hoffentlich. Okay, entweder ist es eine Truhe oder eine böse Truhe. Was kannst du machen? Öffnen oder Dietrich? Warte, ich verstehe dich gerade ganz schlecht. Okay, sag nichts. Gute Truhe oder böse Truhe? Wer kann die. Wir brauchen Glück dafür, oder? Glück hab. Fertig? Ja, hi, hi, hi. Hi. Das kommt wieder am Abkacken oder? Kann ich nicht hören. Warum höre ich dich denn nicht? Weiß ich auch nicht. Hi. Hallo. Hi. Wähle eine Aktion. So, wer hat jetzt am meisten Glück? Yannick 1 in der Theorie. Okay, dann setze ich mal aus. Mhm. Okay. Da steht ja nichts vor, was für Glück. Du weißt mich nicht. Wow, Sven. Wow. Ich hab nichts von Glück gelesen. Was mich auch abfangen. So, ey. Ich bin davon ausgegangen, dass der Schatz Glück braucht. Ach so. Cool. Hier, Dings steht nicht mehr da. Hier, Endpunkt. Hab ich auch nicht mehr. Okay. Wollen wir in die Discord reden, oder? Ja, probieren wir es mal. Wie weit wir gekommen sind, nice. Ja.
Jetzt auf jeden Fall zwei Kämpfe hintereinander. Ja. Nice. Und jetzt noch der Bosskampf. Ein Kampf nur noch, dann hätten wir's. Hier Fokus wiederherstellen. Wer soll's benutzen? Ich glaube Scheiding, oder? Ja, dann könnten wir zurücksetzen. Dann können wir den Boss immer zurücksetzen, bevor er Scheiß macht. Ja. Das wird besser verkehrt. Plus zwei Rüstung. Besser als Goldmultiplikator. Geistertoffee. Dauer plus einen magischen Schaden. Shining? Ja. So. Nice. Mach einfach. So, das war die letzte Heilung. Ja, ich habe noch einen Hexenfluch. Ja, nutzt das, um dein Vitalität-Ding wegzumachen. Das ist gut. Gut. So. Dann hoffen wir mal. Oh Mann, ey. Törichte Bauern, das Chaos hat uns unvorstellbare Macht verliehen. Einschließlich der Fähigkeit, den Tod selbst zu überwinden. Ihr habt keine Chance. Da bin ich mal gespannt. Aber fängt schon mal schwach an. Geht stark weiter. Okay, Eis oder Feuer? Feuer macht uns Schaden über Zeit. Und Eis macht uns 25% anfälliger auf Schaden. Jawohl, 5 habe ich ihn abgezogen. Aua. Oha. Oh mein Gott. Das ist hier kritisch. Ich zähle 5 ab. Das musst du das hinkriegen, oder? Jotzi! Boah! Bosskampf überstanden! Zum Glück. Ha. Nur nochmal 3 des Wissens. Auch das haben wir überstanden. Zum Glück. Dünn, dünn. So. Nice. Boah, ich war dabei, als König Bronner starb. In meinen Träumen höre ich das Echo seiner Schreie. Bitte räche ihn und gib seiner Seele Frieden. Oh Gott. Nur 3 Menschen ganz verkohlt hätten diese Geheimnisse enthüllen können. Einer davon bin ich. Ein anderer war mein geliebter Ehemann. Und der dritte bist du. Margirello Fixor, ich bezeichne dich als Verräter und Feind unseres Reiches. Wie machst du jetzt? Wie spricht ihr denn? Oh, clevere Königin Rosemon. Mein Name bedeutet doch gar nichts. Omus, der Gott des Chaos naht. Eure schwächtigen Götter sind doch nur seine trotzigen Welpen. Und Omus kehrt nach Hause zurück, um mich zu bestrafen. Ah. Eigentlich müssen wir den Schein machen, aber okay. Ja. Du bist schon zu lange hier geblieben. Dein nächstes Ziel ist Hasta. Dort findest du Maso Yannis. Yannis? Keine Ahnung. Einen weiteren Agenten der Könige. Ah. Da gehe ich mir gleich wieder hier Fokus kaufen oder so. Zur Not. Ich kann ja einmal wieder durch den Laden laufen. Ja. Ah, du hast das Dämonengruppe gebracht. Wie ich es mir dachte. Damit lässt sich das Luftschiff hervorragend antreiben. Es ist alles bereit für deinen Flug nach Harasul. Bereite dich unbedingt auf eine große Schlacht vor. Denn Vexor wird es dir nicht leicht machen. Ganz Farul verlässt sich auf dich. Soll ich, oder willst du? Nee, du, das ist dein. Die hast du bekommen. Du hast die Tapferkeit der Helden vor uns falsch eingeschätzt, Vexor. Jetzt kommen die Mächtigsten unter uns, um dich zu besiegen.
Ja, da können wir jetzt hin. Okay, die Börse mache ich ja. Lass sie kommen, ich diene Omos, dem höchsten Gott. Was sind eure Helden schon im Vergleich zu der göttlichen Macht des Chaos? Hohe Wächterin von Harasul. Eindringliche? Aber wie? Ihr werdet es bereuen, hergekommen zu sein. Ja, jeder darf ja nochmal. Aber die Chance ist hoch. Also, okay, 91% ist natürlich auch hoch. Klar, aber. Find's trotzdem gut. Stimmt. So. Schild auch ausgerüstet? Ja, jetzt habe ich nämlich Ausweichen auf 27. Nice. Und Schnelligkeit 76. Also fast. Also bist du sogar noch schneller als der Magier jetzt. Ja, deswegen, also. Oha. Natürlich, jetzt kommt ein Toter. Toll. Chaos, es ist alles. Selbstverruhen ist nur ein Ausdruck der unzähligen Formen von Chaos. Für das zweite Mal aber erst, dass ich die Fähigkeit bei dir gesehen habe, aber wichtig. Nice. Noch ein Helfer für dich, klar. Hast du so, oh weißt, so eine Sammlung, weißt du so. Hast du einen Kleiderschrank, der das bei uns ist? Feuerwiedergänger, okay, jetzt ist crazy. Die kann ich nicht anzünden. Wird mich nur nachsetzen. Vexor, der hohe Meister ist mächtig. Aber lege dich die Verbindung zu etwas viel größerem. Hat aber der Kowas gemacht. Ja, weil ich mit Tesla dann. Das ist immun gegen Feuer. Höchstens, ich probiere das Standard-Ding. Natürlich nicht, ja. Und langsamer? Weiß nicht, unterbrochen. Wer darf jetzt halt nochmal? Gleich. Aua. Okay. Ich weiß, wer gleich heilen muss. So. Oha, oha, oha. Ja, ich muss das machen. 91. Ach, komm mal. Alter, das ist der Perfekt. Und das ist. Okay, das ist halt ein unnützer Move. Ist okay. Oh. Ich weiß, wer gleich abkratzt.